So, einen schönen guten Abend nach Hause. Und ja, ich bin wieder 2 Minuten zu spät, aber ich muss jetzt gerade irgendwie hier noch Anmeldeprozesse machen. Das ist immer so ein Sicherheitsthema und das haben sie jetzt schon wieder kompliziert gemacht. Ja, und das kostet dann Zeit. Aber jetzt bin ich da und ich hoffe, viele von euch jetzt auch, wenn wir gleich wieder ein bisschen zusammen trainieren. Wer unsere Playlist fleißig mitmacht, die aktuelle Hausaufgabenliste, wir haben ja gerade wieder 3 neue Wochen. Der hat diese Woche festgestellt, es gab einiges zum Thema Rücken- und Bauchtraining. Ja, das haben wir in dieser Woche immer abgewechselt. Also ein Tag Schwerpunkt Rücken mit 2 Workouts, ein Tag Schwerpunkt Bauchtraining. Und da möchte ich euch heute eine quasi Ergänzung dazu geben, weil wenn man die Muskulatur gerade in den Bereichen trainiert, ja, dann ist es auch wichtig, dass man sie mobilisiert, dass man das diesen Tonus auch wieder ein bisschen löst und damit die Beweglichkeit einfach da bleibt. Und das werden wir heute machen. Ich empfehle euch auch, das, was wir heute machen, auch am Sonntag gerne nochmal zu machen. Das ist dann auch eine schöne Vorbereitung. Auch wenn ihr jetzt am Sonntag Pause habt, ja, das ist okay, das könnt ihr schon machen. Das ist dann eine schöne Vorbereitung für die nächste Woche, weil da geht es ziemlich mit Power dann weiter. Und dann ist eigentlich eure Muskulatur wieder locker und ist da ganz gut drauf vorbereitet. So, jetzt sehe ich, jetzt sind einige schon live wieder mit da. Wunderbar, hallo, hallo. Ach, die Michaela ist auch wieder da. Ja, da freue ich mich ja. Das ist ja schön. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und ja, es freut mich, dass du wieder mitmachst. Ja, ah, die Daniela ist da. So, genau, da hätte ich jetzt gerade gefragt, wie es dir geht. Ja, wir hatten mal geschrieben, du schaust einfach, also das kannst du sicher machen heute. Das ist eine schöne Ergänzung und du guckst einfach bei den verschiedenen Positionen. Wenn es mal so ein bisschen zieht, ja, die Fäden sind ja jetzt raus bei dir, soll es eigentlich kein Thema sein. Also zu eurer Info, die Daniela hatte eben Fäden drin und wenn das der Fall ist, dann soll man da noch ein bisschen vorsichtig sein, weil es wichtig ist, dass Narben, Wunden vernünftig zusammennähen, also da ist zusammenwachsen, so rum. Da ist es nicht so gut, wenn da Zug und Druck drauf kommt. Wenn die Fäden allerdings heraußen sind, dann ist ja soweit die Stabilität da. Deswegen, Daniela, du schaust einfach, was du machen kannst. Wenn es dir so viel zu viel ist, vom Zug her, dann gehst du einfach wieder ein bisschen raus und dann sollte das funktionieren. Gut, wir starten gleich und zwar, ihr braucht wieder, tada, so Geheimnis gelüftet, nein, ihr braucht wieder eure Matte. Dann, ich habe mir hier so eine kleine Decke hingelegt. Ja, ich gebe euch das gerade mal runter, seht ihr das? Also wenn ihr irgendwie so ein bisschen was oder ein größeres Handtuch geht auch. Und eine Faszienrolle, das werden wir noch brauchen. Ihr könnt euch gerne auf einen Hocker oder einen Stuhl hinstellen, wenn ihr den haben möchtet, so ein bisschen fürs Gleichgewicht als Unterstützung. Den werden wir aber nicht wirklich einbauen ins Training. Aber Matte, Faszienrolle und eine Decke oder etwas größeres Handtuch wäre ganz gut. Und dann würde ich sagen, wir starten. Auf geht's. Wer jetzt von euch schon trainiert hat heute, da ist das natürlich auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Also wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen auf den Rücken, Schulterbereich, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule und auf den Rumpfbereich. Das heißt, wir wollen das ein bisschen mobilisieren. Deswegen geht es heute darum, dass wir die Bewegungen ein bisschen gezielter machen, also uns ein bisschen mehr Zeit lassen und die ein bisschen in die Länge ziehen. Ja? Also nicht zu schnell wieder aus der Position raus in die andere rein, sondern mal wirklich versuchen, den Körper da so ein bisschen reinzufühlen, reinzuatmen auch, ja, sagt man ja immer so schön, und dann wieder rauszugehen. Wir starten in der Grätsche und nehmen die Hände nach vorne. Wir verzahnen die Finger einfach so. Und dann schiebt ihr die Arme mit den Schultern mal nach vorne, ja, und lasst die Arme mal zur einen Seite und wieder zurückkommen. Der vordere Arm ist jetzt der wichtigere, der hintere. Der zieht mehr oder weniger und der vordere Arm, den versucht ihr jetzt mal aktiv zu strecken und achtet darauf, dass ihr nicht zu hoch seid. Also ihr seht das bei mir, ich bin jetzt hier in der waagrechten, ja, vielleicht sogar ein Ticken tiefer, aber bitte nicht über die Schulterachse, also nicht so, ja, weil dann ist wieder die Gefahr, dass wir die Schulter nach oben ziehen. So, wir nehmen den Kopf mit und legen unser Ohr so ein bisschen hier an die Schulter runter. Bei mir ist es das rechte Ohr Richtung rechte Schulter. Wenn ihr es spiegelverkehrt macht, dann ist es bei euch das linke Ohr an die linke Schulter. Den vorderen Arm strecken. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr rübergeht, schiebt
ihr den Ellbogen ein bisschen mehr in die Länge. Und wenn ihr zurückkommt, dann löst ihr das Ganze wieder. Der hintere Arm, der zieht, ja, also über die verzahnten Finger zieht ihr hier immer so ein bisschen rüber und dann kommt er wieder zur Mitte. Ausatmen zur Seite. Sehr schön. So, wir machen noch zwei. Wir werden die Bewegungen auch jede einzelne heute nicht so lange machen, weil ich möchte ein bisschen mehr Variabilität haben. Deswegen soll uns das reichen. Und jetzt schiebt ihr mal eure Schultern nach vorne, nach hinten. Und jetzt schaut mal, meine Arme, die bleiben relativ tief. Relativ tief. Also, nur aus den Schultern, nach vorne, nach hinten. Wenn die Schulter zurückgeht, dann geht der Brustkorb ein bisschen nach vorne. Wichtig, die Schulter in der Mitte immer über unten in die andere Richtung bewegen. Also nicht dauerhaft hochziehen. Und die Arme, die Hände eher unten lassen. Gleichmäßig atmen. Ihr könnt, wenn ihr das Gefühl habt, dass das besser ist, vom Rhythmus auch so ein bisschen kleinere Atemzüge machen. Ja? Hauptsache, ihr macht das regelmäßig. Vor allem das Ausatmen. So, noch einmal nach hinten und dann wieder lösen. So, jetzt wisst ihr, was wir machen. Wir machen es gleich auf die andere Seite. Finger verzahnen und dann gebt euch wieder zwei, dreimal, um reinzukommen. Findet raus, welche Höhe passt für euch. Und dann schaut ihr zur Seite. Legt euren Kopf dabei zur Seite, also bei euch jetzt das rechte Ohr Richtung rechte Schulter. Den Kopf leicht kippen. Und den vorderen Arm bei jeder Bewegung nach drüben in die Streckung bringen. Und der hintere Arm zieht ein bisschen. Der hintere Arm ist übrigens leicht gebeugt, den Ellbogen ein bisschen tiefer. Das hört sich immer so wahnsinnig kompliziert an, wenn ich da so viele Punkte nenne. Es geht nicht darum, dass ihr das exakt genauso machen müsst. Mir geht es immer darum, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wo tut sich denn da mehr und wo kann ich ein bisschen gezielter in einem bestimmten Bereich arbeiten und den anderen Bereich entlasten. Ja? Also es wäre einfach anstrengender, wenn ihr den hinteren Arm jetzt auch beugen würdet, ja? Weil es geht jetzt hier um die Vorderseite. Deswegen hier der Fokus und deswegen der vordere Arm in die Streckung und der hintere bleibt gebeugt. So, noch zweimal und noch einmal. Und dann wieder lösen. Wir nehmen die Arme mal quasi in den Nacken, ja, so an den Hinterkopf, so ein bisschen an die Unterseite. Ja. Die Mädels haben es ein bisschen schwieriger, die müssen noch irgendwie an den Haaren vorbei. Und jetzt schiebt ihr mal die Ellbogen nach vorne und nach hinten. Das heißt, wir legen die Hände ganz locker auf den Hinterkopf, nehmen den Kopf ein bisschen tief, also das Kinn in Richtung Brustkorb. Und dann bewegt ihr die Ellbogen zur Seite und lasst sie wieder nach vorne kommen. Blick nach unten, denkt an die Atmung. Und dann noch zweimal öffnen. Und dann den Kopf wieder nach vorne heben und die Arme lösen. Wir machen die Beine ein bisschen weiter zusammen, dass wir so hüftbreit stehen und die Hände hier am Körper anlegen können, die Finger zeigen nach außen. Und ihr versucht jetzt mal hier mit dem Unterarm tatsächlich euren Körper zu berühren. Ja? Und dann schiebt ihr mal den einen Arm und den anderen nach unten. Ich mache jetzt hier bewusst die Bewegung erstmal ein bisschen größer. Konzentriert euch aber jetzt mal auf eure Schulter, also auf die jeweilige Schulter. Und die zieht ihr nach unten. Also der Arm geht natürlich mit, aber versucht wirklich mal aus der Schulter raus aktiv nach unten zu kommen. Die Schulter tief zu ziehen. Und jetzt nehmen wir noch den Kopf mit dazu und zwar immer zur Gegenseite. Seht ihr das? Also, wenn ihr den rechten Arm runternehmt, geht der Kopf leicht in die Linksneigung. Und wenn ihr den linken Arm runternehmt, dann geht der Kopf leicht zur rechten Seite. Kurz runter und lösen. Ausatmen. Immer wieder neigen. Und die Schulter geht tief. Die Schulter geht tief.
Noch zwei pro Seite. Und dann wieder lösen. So, das soll jetzt erstmal reichen für den Schulterbereich. Wir machen dann unten auf der Matte noch weiter. Da werden wir das noch mehr brauchen. Nehmt euch mal eure Decke und legt die mal so in die Mitte von der Matte. Habt den Sinn, dass ihr da gleich mit dem hinteren Knie drauf sollt. Gut, so. Halber Kniestand, ein Bein nach vorne, das andere Bein hier drauf. Ich nehme es jetzt sogar noch ein Stückchen zurück. Vorderes Bein aufstellen und hinten mal die Zehen ablegen. Ja, ist auch eine Sache vom Komfort, ist jetzt einfach angenehmer, weil ich nicht möchte, dass ihr euch irgendwie verspannt, weil das einfach unangenehm ist mit dem Knie auf der Matte und hier nach vorne euch ein bisschen mehr öffnen könnt. Gut, wir öffnen, mobilisieren erstmal ein bisschen hier in Richtung Hüfte, Bauchbereich. Wer jetzt einen Stuhl oder einen Hocker hat oder das Bedürfnis hat, sich irgendwie abzustützen, könnt ihr auch eine Faszienrolle nehmen, wenn sie nicht zu hoch ist. Ja, könnten auch zwei Faszienrollen sein. Ja. Oder eben so ein Hocker an der Seite, wo man auch die Hand einmal drauflegen kann oder einfach hier an der Wand. Ja. Bisschen stabilisieren, dass ihr eine saubere, entspannte Bewegung nach vorne schafft. Und das ist einfach nochmal leichter und lockerer, wenn ihr hier in der Kniebewegung nicht irgendwas Störendes spürt, weil der Untergrund zu hart ist. Deswegen die Decke. So, ich habe jetzt mein rechtes Bein vorne. Das linke Knie ist hinten und ich nehme jetzt den linken Arm nach oben in einen großen Kreis und dann gehe ich wieder zurück. Nach vorne gehen, den Arm nach oben richtig lang ziehen, runter und wieder zurück. Also, wir haben natürlich jetzt hier die Schulter ein bisschen mit dabei. Und wenn ihr das macht, ich halte mich hier übrigens auch immer an der Wand fest, gell, mit dem anderen Arm, also das geht, dann schiebt ihr auch den Brustkorb hier ein bisschen zur Seite und dann geht ihr wieder zurück. Große Bewegung. Die Hüfte nach vorne öffnen. In dem Fall die linke Seite bei mir. Bei euch spiegelverkehr die rechte. Und der Arm auf der Seite des Beines, was hinten ist, der geht hier quasi in einem Kreis nach hinten. Ausatmen. Brustkorb zur Seite, Hüfte nach unten sinken lassen. Lasst euch Zeit. Macht die Bewegung groß. Nehmt den Arm in die Länge nach oben. Und ein letztes Mal auf dieser Seite. Und dann, wir bleiben noch auf dem gleichen Knie und setzen uns nach hinten ab. Wer jetzt hier Probleme hat, könnte sich auch auf der Faszienrolle, wenn man die hier noch mit reinnimmt, aufsetzen, wer jetzt nicht so weit runterkommt. Ihr könnt es aber auch so machen. Ihr setzt euch nicht ganz ab. Ja, und lasst das Bein vorne trotzdem lang werden. Also hier einfach den Kniewinkel ein bisschen größer werden lassen, so dass ihr hier die Finger aufsetzen könnt. Und dann schiebt ihr euch in eine runde Position mit dem Rücken. Rund werden, das Kinn zum Brustkorb. Und dann wieder lösen. Wer es ganz unten macht, zeige ich euch auch. Der macht es so. Und wieder hoch. Ganz rund werden. Die Brustwirbelsäule nach hinten oben schieben und die Zehen zeigen hier vorne nach oben. Also mobilisieren, ein bisschen Pflege für die Muskulatur. Nicht so viel Statik, ja, mehr Dynamik. Ausatmen. Wäre natürlich auch ideal, wenn ihr jetzt nicht danach dann noch trainieren würdet. Ja. Könnt ihr zwar, weil ihr durch die Bewegung dann schon auch vorbereitet seid, ist auch ein gutes Warm-up im Prinzip, aber es wäre jetzt eigentlich als Lockerung und als Entspannung dann gedacht, deswegen am besten danach dann nichts mehr machen. So, noch zweimal tief. Und noch einmal. Und dann wieder lösen, wir stützen uns. Nehmen das andere Bein zurück, Vierfüßlerstand, und nehmen uns jetzt die Rolle, ja, die lag jetzt bei mir schon vorne. Ihr braucht keine so eine breite, es reicht auch eine normale, ja. Und dann die Knie ganz entspannt auf die Decke und dann löst ihr die Hände und schiebt, ein bisschen weiter vor, schiebt jetzt hier mit der Rolle ein bisschen nach vorne in Richtung Matte. Macht es bitte ganz dosiert. Und achtet mal drauf, versucht mal, wenn ihr hier nach unten und nach vorne schiebt,
dass ihr die Ellbogen ganz leicht nach außen gebeugt haltet. Hat folgenden Grund, dann ist der Hebel auf die Schulter nicht ganz so groß, ja? Und ihr schiebt jetzt bei jeder Bewegung nach vorne den Brustkorb in Richtung Matte. Also den Po nach oben schieben, den Brustkorb in Richtung Matte schieben. Die Nase kommt runter. Wer es schafft, kann auch einmal mit der Nasenspitze auf die Matte tippen. Und dann gleichmäßig wieder hoch. Wer eine etwas breitere Rolle hat, darf ruhig die Arme etwas öffnen. In ein leichtes V. Wenn ihr eine sehr schmale Rolle habt, dann achtet ein bisschen drauf, geht nicht zu weit nach vorne. Ja? Aber ich denke, das spürt ihr selber. Also ein leichtes Ziehen spüren. Schulterbereich, Brustbereich. Aber durch die gleichmäßige Bewegung hier wirklich eigentlich kein Problem. So, wir gehen noch zweimal tief. Und noch einmal. Und dann einmal. Lösen. Ich setze mich jetzt mal kurz nach hinten ab, wenn das sehr schwer fällt. Der setzt sich einfach kurz normal auf die Matte oder er setzt sich auf die Rolle. Ja, einmal kurz die Schultern wieder ein bisschen nach vorne, nach hinten. Lockern. Und dann. Kurze Zwischenübung. Wir setzen wieder unsere Finger verzahnt an den Hinterkopf, bisschen höher vielleicht. Und dann führt ihr mal mit den Armen das Kinn aktiv zum Brustkorb. Ihr lasst die Ellbogen locker, die Ellbogen zeigen nach vorne. Und dann übt ihr ganz dosiert bitte, ja, wir sind im Bereich Halswirbelsäule, ganz dosiert ein bisschen mit den Händen gegen den Kopf drücken, sodass wir vom Gefühl her die Bewegung nach vorne, Kinn zur Halswirbelsäule ein bisschen weiter schafft. Nur ein bisschen, wirklich nur ganz dosiert und gleichmäßig. Ja? Nicht ruckartig. Die Ellbogen eher vorne und versucht die Schultern locker zu lassen. Ausatmen. Immer wieder aufrichten. Das Ganze noch zweimal. Und noch einmal. Und dann wieder langsam lösen. Das kann eine sehr schöne Übung sein, um den Bereich hier auch, wenn hier früh verspannt ist, nochmal so ein bisschen anzuregen vom Fasziengewebe. Aber das bitte nie machen, wenn ihr kalt seid. Also nicht irgendwie am Schreibtisch sitzen und dann mal schnell hier so ein bisschen, immer wenn aufgewärmt, wenn die Schulter schon bewegt worden ist und wenn die Muskulatur einfach warm ist. Gut, die Rolle wieder weg. Wir gehen wieder hoch, wir nehmen das andere Bein nach vorne. Bei mir ist jetzt das linke vorne und das rechte Knie ist hinten. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren, dass der Winkel hier schon so ein bisschen nach hinten zeigt. Ja. Und dann erstmal wieder in die Bewegung reinkommen, Hüfte nach vorne öffnen, Oberkörper aufrecht. Also wir sind jetzt so ein bisschen im Bereich Hüfte und das ist natürlich auch das Thema Brustwirbelsäule. Ja, was wir hier machen, wenn wir jetzt gleich den Arm noch dazu nehmen. Alles wieder in Bewegung. Wer möchte, kann sich gerne wieder ein bisschen festhalten. Wobei, bei mir, ich jetzt gleich diese Hand brauche. Ja. Ich könnte mich jetzt umdrehen, aber ich bleibe jetzt einfach mal so. Ich glaube, ihr seht das so auch ganz gut. Okay, und dann nehmen wir den Arm dazu. Bei mir rechtes Bein hinten, rechter Arm geht nach oben. Wenn ihr es spiegelverkehrt gemacht habt, ist es bei euch jetzt linkes Bein hinten, dann bitte den linken Arm. Hoch, langziehen, großer Kreis, Brustkorb zur Seite, also ein bisschen Rotation und dann wieder senken und gleichzeitig ein bisschen hier zurückkommen. Eine große, runde Bewegung. Zeit lassen. Deswegen, wer hier vorne wackelt, ich wackel auch immer mal wieder, stelle ich hier was hin und setze zwei Finger drauf, ja, dann ist es einfach ein bisschen stabiler. Könnte auch die Faszienrolle sein, auch eine hohe, also könnte meine jetzt auch hier hinstellen. Aber jetzt habe ich mich so ein bisschen eingegroovt. Ihr sollt einfach nicht das stabilisieren und das Gleichgewicht halten müssen vorne, sondern ihr sollt ganz entspannt die Hüfte absenken und dann
Diese Rotation im Oberkörper ganz entspannt in die Länge nach oben. Ausatmen und zurück. Noch zweimal. Und noch einmal. Und dann wieder lösen. Gleiches Thema, wir gehen wieder nach hinten. Wer oben bleiben möchte gegen den Kniewinkel, der kommt gleich hier tief. Setzt die Finger auf. Wenn euch das sehr schwer fällt, wer unbeweglich ist, habe ich vorhin noch vergessen, könnt ihr jetzt hier zwei Yoga-Blöcke oder zwei Bücher drunter legen. Ja? Also wer bei so Mobilisationsvideos, wenn ich das ankündige, weiß, ich bin nicht so beweglich, legt sich am besten immer gleich zwei Bücher hin oder eben zwei Yoga-Blöcke, wenn ihr da ausgestattet seid. Dann könnt ihr das nämlich, habt das immer direkt griffbereit, ja, müsst dann nicht aufstehen. Und wer runtergeht, ja, also wer sich absetzt, die Zehen zeigen nach oben, der macht es so. Und wir schieben die Nase nach unten und wir schieben die Brustwirbelsäule nach oben und machen den Rücken rund. Immer wieder aufrichten. Leicht stützen auf den Fingern, da ist eigentlich gar nicht wirklich Belastung drauf. Ja. Wer den Po jetzt natürlich oben hat, der hat schon ein bisschen mehr Belastung, aber in dieser Position ist es eigentlich für die Finger relativ locker. Deswegen auch die Schulter eher entspannen. Ausatmen nach unten. Und dann noch zweimal. Und noch einmal. Und dann wieder nach oben kommen. Ist manchmal ein bisschen schwierig aus den Positionen raus, ich weiß. Die Zehen mal aufstellen, die Knie bleiben unten. Und auf die aufgestellten Zehen draufsetzen. Ja, draufsetzen. Wir machen es anders. Kommt ein bisschen nach vorne mit mir. Und nehmen die Faszienrolle nach hinten. Ja, da können wir ein bisschen Druck drauf bringen. Und stützt euch mal auf die Faszienrolle. Die Finger zeigen weg von euch. Ja, nicht zu nah, ein bisschen zurück. Und dann versuchen wir, die Knie abzuheben. Und wieder aufzusetzen. Beim Aufsetzen danach ein bisschen den Brustkorb zur Decke. Also eine leichte Rückbeuge. Und dann wieder locker. Knie hoch. Der Po bleibt an den Fersen. Hoch, runter und dann ausatmen. Und mal versuchen auch ganz dezent den Kopf dabei in den Nacken zu bringen. Ja? Brustkorb in Richtung Decke. Die Schultern ein bisschen nach hinten schieben. Die Arme sind zwar lang, aber versucht mal die Arme so ein bisschen ohne Spannung zu halten. Ja? Also dieses Stützen auf der Rolle sollte gar nicht so viel Gewicht auf eure Hände bringen, sondern eher unten auf die Füße. Ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt hier überwiegend ein bisschen triezen möchte, kann man schon fast sagen. Und ein letztes Mal. Die Knie hoch, runter, nach hinten und lösen, die Rolle wieder nach vorne, einmal kurz stützen und mal die Füße lösen und einfach mal ein bisschen bewegen. Ich weiß, das ist unangenehm, natürlich bei solchen Sachen immer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst früher raus aus der Position, dann macht es. Einmal hoch und runter, ganz locker. Und dann wieder lösen. Ich gehe jetzt wieder ein Stückchen hinter, einfach, dass ich nach vorne etwas mehr Platz habe. Und dann die Hände wieder auf die Rolle. Die Zehen gerne ablegen jetzt, dann sind die Füße ein bisschen entspannter. Den Po ein bisschen nach hinten. Und wir rollen uns wieder nach vorne. Brustkorb in Richtung Matte. Und jetzt nehmen wir mal die Hände ein bisschen enger zusammen. Also ganz bewusst. Ich halte jetzt mal meine Daumen hier innen ein bisschen fest. Und dann wieder zurück. Und jetzt merkt ihr, da kommt man dann nicht so weit runter, je enger die Arme sind. Die Ellbogen leicht gebeugt. Ausatmen.
Gleichmäßig nach vorne und wieder zurück. Zweimal noch. Und noch einmal. Und dann langsam aufrichten und die Hände mal an die Schulter. Und drei bis viermal nach hinten und nach vorne. Und dann lösen. Sehr gut. So, die Rolle ein bisschen weg, wir drehen uns um. Die Decke könnt ihr erstmal zur Seite legen. Vielleicht brauchen wir sie nochmal. Und ihr nehmt jetzt eure Rolle. Und zwar hinter euch, wer jetzt eine lange Rolle hat, das ist natürlich sehr bequem, weil da kann man jetzt erstmal die Hände so an der Seite drauf. Wenn ihr keine lange habt, dann sind die Arme halt hier an der Seite unten. Und ihr positioniert die Rolle jetzt mal hier unten am Ansatz eurer Schulterblätter. Ja? Das merkt ihr, wo sind eure Schulterblätter. Die Beine mal lang machen. Wer jetzt ein bisschen ein Thema hat mit dem Nacken, der kann jetzt gerne mal die Hände wieder verzahnen und die Hände an den Hinterkopf legen, die Ellbogen nach vorne. Aber bitte nicht hier vorziehen, sondern nur den Kopf ein bisschen reinlegen. Tief einatmen und beim Ausatmen ein bisschen nach hinten überlegen. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, den Brustkorb zur Decke schieben. Nach hinten und wieder vor. Also Beweglichkeit, Mobilität, Wirbelsäule, gerne sehr harte Faszienrolle. Das ist vielleicht noch ein guter Tipp. Ja? Bei wem es passt, der macht weiter. Wer eine sehr harte Faszienrolle hat. Die meisten Rollen sind viel zu hart. Meine sind es keine Faszienrolle hier, das ist ein gelates Foamroller. Ja? Eigentlich finde ich perfekt. Ja? Der legt sich jetzt einfach hier die Decke drüber. Ja? Macht es bitte mal. Weil wir brauchen nicht diesen extremen Druck, vor allem wer Wirbelkörper hat, die sehr weit nach außen stehen, ist auch nicht gut. Ja? Da soll man sowieso auch nicht direkt drüber rollen, deswegen bitte Polster. So, ich steige nochmal ein. Und dann wieder nach hinten. Und jetzt merkt ihr auch, wenn es ein bisschen weiter ist, dann könnt ihr euch vielleicht auch ein bisschen entspannter nach hinten sinken lassen. Denn genau das hätte ich ganz gerne. Weil ich möchte ja, dass ihr euch ein bisschen im Brustwirbelsäulenbereich vorne, im Bereich Rippen, ja, Zwischenrippenmuskulatur, dass ihr euch ein bisschen öffnen könnt. Und wenn das so hart ist und so drückt hinten, dann ist es so unangenehm, dass man sich so ein bisschen dagegen stellt. Ja, und das sollte nicht sein. Ausatmen. Und wer auch bei dem es gut geht, ja, probiert es mal mit der Decke oder mit dem Handtuch. Ja. Also hier darf es wirklich ein bisschen schonender sein, da habt ihr wirklich mehr davon. So, wir machen noch zwei. Und noch einmal. Und wieder lösen, langsam nach oben. Und wir setzen uns einmal auf und ihr nehmt mal eure Hände in die Knie kämen. Beziehungsweise ihr nehmt sie bitte von innen nach außen in die Knie kämen und nehmt eure Handrücken zueinander. Die Beine etwas länger werden lassen. Und jetzt den Rücken einmal nach hinten lang machen. Also ich sitze aufrecht. Und dann lasst ihr euch nach hinten sinken. Die Arme werden lang und jetzt die Schultern einmal nach vorne bringen. Ja, einfach kurze Gegenbewegung und wieder lösen. Ausatmen. Kinn dabei zum Brustkorb ziehen und wieder aufrichten. Ausatmen. Jetzt die Arme lang machen. Den Rücken weit nach hinten schieben und wieder locker. Einatmen und aus. Ein und aus. Ein letztes Mal. Ein und aus. Und dann wieder lösen. Wir gehen nochmal auf die Rolle. Und ihr nehmt jetzt die Rolle ein Stückchen weiter nach oben. Ja? Also in Richtung Mitte eurer Schulterblätter. Wenn ihr ein bisschen Probleme habt mit dem Nacken, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt jetzt den Kopf hier nicht locker fallen lassen, könntet ihr euch auch hier irgendwie noch im Kissen irgendwas drunter legen, was euren Kopf dann so auf der Höhe dann empfangen nimmt. Ja? Vielleicht habt ihr auch so einen Pilatesball oder eine zweite Matte, die ihr euch hier einrollt. Oder irgendwann ein Pulli, völlig wurscht. Ja? Wer sagt, nee, es geht gut, die Rolle ist jetzt etwas höher. Wir nehmen die Arme hoch
Und dann schiebt ihr euch mal nach hinten. Ihr dürft den Po auch ein bisschen abheben. Und wieder hoch. Ihr solltet so weit nach hinten kommen, dass euer Kopf eine Ablage findet. Bei mir ist es jetzt am Boden. Ein Atemzug und dann wieder lösen. Wer es schafft, den Po am Boden zu lassen, der macht es. Aber bitte nur, wenn ihr euch wohlfühlt dabei. Und trotzdem solltet ihr den Kopf leicht irgendwo ablegen können. Ja, ich zeige euch das mal. Ich habe hier zum Beispiel so ein Kissen. Ja? Ist auch gar kein Problem. Wer sagt, ich bin super beweglich, probiert es trotzdem mal aus mit dem Kissen. Es ist nochmal ein Ticket entspannter. Ja, seht ihr das? Weil, nächster Schritt wäre, der Kopf liegt und ihr versucht jetzt hier mit euren Fingern einmal kurz in Richtung Boden zu kommen. Ausatmen. Und wieder hoch. Und da ist es tatsächlich manchmal besser. Man hat hier eine leichte Ablage für den Kopf. Je nach Schulterbeweglichkeit gehen nämlich die Arme dann trotzdem noch weiter. Ja? Wer sich sehr schwer tut im Kopf, der verspannt sich dann nur. Und dann haben wir ja wieder das Gegenteil, was wir eigentlich machen wollen. Ausatmen nach hinten. Ein letztes Mal. Hoch. Und runter. Und dann langsam wieder nach oben aufrichten. Mal ganz locker in den Schneidersitz setzen. Ganz locker die Hände an die Unterschenkel. Und dann mal nach vorne klein machen. Und wieder aufrichten. Wieder den Rücken nach hinten schieben. Und ihr zieht euch so ein bisschen nach unten mit euren Fingern, gar nicht viel. Und wieder hoch. Wieder eine kurze Gegenbewegung. Einmal noch. Und dann wieder lösen. Sehr gut. So, jetzt könnt ihr nochmal eure Decke nehmen. Und zwar, damit wir ein bisschen erhöhter sitzen. Wer so ein Yoga-Kissen hat oder sowas, kann das natürlich auch nehmen. Ja? Oder wer das Gefühl hat, er muss einfach noch höher sitzen. Ja, der legt sich noch irgendwas drunter. Mir reicht es jetzt mal. So, alles wieder weg. Und zwar beide Füße. Ich fange jetzt mit der linken Seite an. Bei euch spielt verkehrt die rechte. Dann machen wir ein bisschen die Körperseite. Ja? Also Seitenneigung. Ziel wäre es, dass ihr es schafft, die Knie am Boden zu haben. Je erhöhter ihr sitzt, umso einfacher ist es. Je tiefer ihr sitzt, umso mehr Beweglichkeit braucht ihr in der Hüfte. Ja? Also versucht es mal irgendwie hinzukriegen, dass ihr beide Knie hier am Boden habt. Ja, Fuß ist hier ganz locker, ja, der hintere auch. Und dann Arm zurück am Boden, hier in der, innerhalb des Unterschenkels. Und dann den anderen Arm nach oben. Wir sitzen jetzt erstmal noch aufrecht, schieben jetzt erstmal hier die Körperseite nach oben. Und dann ziehen wir uns nach drüben, bleiben aber in dieser Länge. Wir machen zwei unterschiedliche Variationen. Also, in die Länge schieben. Und jetzt schaut ihr mal, dieses Knie, bei mir ist es das rechte, bei euch spiegelverkehrt das linke, das schiebt ihr jetzt mal ein bisschen aktiv in den Boden. Wer möchte, kann die Hand oben noch einklappen. Und den Kopf mal hängen lassen, zum Boden schauen. Und jetzt wieder locker, wir gehen wieder in die Bewegung. Länge, rüber, Knie runter, Hand einklappen, runter schauen. Und locker. Noch zweimal. Lang, Knie runter, zur Seite, einklappen, runterschauen und locker. Letzter, hoch, Knie runter, rüber, Hand einklappen und runter. Und den Arm wieder senken. Die Hände nach hinten, wer es ein bisschen schwer tut beim Stützen, kann auch die Faszienrolle hier nehmen. Und dann die Beine aufstellen, andere Seite, einmal kurz in die Bewegung. Hüfte nach vorne, ganz locker. Und dann bleiben wir auf der anderen Seite, setzen uns wieder nach vorne. Die Knie sollten unten sein und, das habe ich vorhin noch vergessen, beide Pobacken sollten am Boden sein. Ja, da gibt es immer eine gute und eine schlechte Seite auch, deswegen setzt euch erhöht, dann ist es etwas einfacher. Den Arm wieder nach oben, einmal nach hinten, stützen. Wenn ihr euch
euch leicht im Hüft stützt, ja, also irgendwie auf so ein kleines Buch, ist auch ein bisschen einfacher, eventuell. Und dann den Arm nach oben in die Länge. Knie nach unten schieben, jetzt dieses Knie. Und dann nach drüben ziehen, die Länge beibehalten. Also nicht wieder einsacken, sondern beibehalten. Hand einklappen und nach unten schauen. Beine beobachten, Backen bleiben unten und locker. Hoch. Knie runter, in die Länge einklappen, runter schauen. Ausatmen, locker. Noch zweimal. Und locker. Letztes Mal in die Länge, Knie runter, rüber, einklappen, Blick nach unten und lösen. Wieder locker hinzustützen, die Beine wieder aufstellen und dann einmal hier innen lang sitzen. Könnt ihr gleich so sitzen bleiben. Die Arme lösen und dann mal ein Bein aufstellen, egal welches. Ja, wir machen gleich beide Seiten. Wir sitzen etwas erhöht, beide Pobacken am Boden. Und jetzt umarmen wir das Bein mit dem anderen Arm von vorne. Nehmen den Arm wieder zurück, richten uns auf, stützen uns hinten und schieben uns in die Rotation. Wieder locker nach vorne, den Arm lösen. Dreimal hoch, nach hinten, schaut, dass ihr genug Platz habt. Und locker. Noch einmal. Und lösen. Wechsel, andere Seite. Wenn ihr höher sitzt, könnt ihr zum Beispiel auch das Bein auch besser aufstellen. Auch wieder beide Pobacken unten lassen. Von vorne greifen. Nach hinten. Stütze. Zurückschauen. Und lösen. Wieder dreimal. Und noch einmal. Und dann. Einmal kurz entspannen, die Beine ein bisschen durchlockern, locker hinten stützen. Wir gehen nochmal in die Seite, wieder die erste Seite. Aufrecht sitzen, beide Pobacken bleiben am Boden. Und jetzt nehmt ihr den Arm wieder zurück, legt ihn aber hinten um den Rücken. Ja, seht ihr, da ist die Hand, sodass die Schulter ein bisschen zurückkommt. Und dann nehmt ihr diesen Arm und legt ihn hier drüber. Und dann einatmen und ausatmen, mal klein werden. Also diese Schulter nach unten sinken lassen. Und jetzt wieder dieses Knie nach unten schieben. Und aufrichten. Das ist nicht so einfach jetzt. Einatmen, wir machen 5. Einatmen, noch 2. Einatmen, immer wieder zur Mitte zurückkommen. Und dann ausatmen und wieder zur Seite. Ja, machen wir noch einen. Und ausatmen. Und dann wieder locker die Arme lösen. Ganz entspannt. Auch den Kopf ruhig mal, wenn ihr das Bedürfnis habt, mal ein bisschen bewegen. Mal Ja sagen. Sprich nach vorne. Und wieder nach oben. Und dann einmal wechseln. Noch die andere Seite. Gleiche Bewegung. Schaut, dass ihr wieder gut sitzt. Und dann den Arm nach oben. Einmal hinten rum. Ihr müsst jetzt nicht so weit rumkommen, dass man die Hand hier sieht. Aber versucht, die einfach mal auf den Rücken zu legen. Ja? Könnt ihr auch locker am Rücken haben, sodass die Schulter jetzt gleich eher frei ist nach unten. Diesen Arm hier oben rüber. Wer es schafft, bewegt mit der Ellenbeuge. Und dann nach unten. Diese Schulter senkt ihr nach unten. Konzentriert euch auf die Schulter und konzentriert euch auf das Knie, das kommt Richtung Boden. Aufrichten und einatmen in der Mitte, aus nach unten. Noch zweimal und noch einmal und dann die Arme wieder ganz locker lösen. Ihr könnt sitzen bleiben auf der Decke, ich zeige euch das nur von der Seite. Und die Beine einmal leicht aufstellen in der Grätsche und ihr greift mal von innen durch an eure Knöchel außen. Und dann drückt ihr die Arme so ein bisschen gegen die Beine und schiebt euch nach unten.
Und wieder locker. Und wenn ihr euch runterschiebt, dann schiebt ihr die Lendenwirbelsäule nach hinten. Und wieder locker. Ausatmen. Und locker. Ausatmen, Lendenwirbelsäule nach hinten. Und locker. Noch zweimal. Und noch einmal. Und dann die Arme langsam lösen. Aufrichten. Die Beine mal ablegen. Kurz ein bisschen auslockern. Ganz entspannt. Ja, das ist auch manchmal, wenn man in so Winkeln dann sitzt, ja, wer das auch nicht gewohnt ist mit den Knien und so weiter, dann gebt euch auch die Zeit, das immer mal wieder ein bisschen zu lockern. Wir nehmen nochmal auch die Arme ein bisschen mit und zwar relativ gebeugt, ja. Also die Arme mal beugen. Ganz nah am Körper. Kleiner Hebel. Schulter nach hinten und fallen lassen. Hinter und fallen lassen. Ausatmen. Zwei noch. Einer. Und dann löset. So, die Rolle einmal hinter euch, sodass ihr euch stützen könnt. Die Füße aufstellen und dann setzen wir uns auf die Rolle. Decke kommt weg. Ja, so. Aus dem Grund, weil wir hier jetzt mal in so eine tiefe Hockposition gehen, ja, und das schaffen viele halt nicht so entspannt, wenn das Ganze hier verkürzt ist, weil die Ferse. Versucht mal bitte, ihr könnt euch auch jetzt vorne theoretisch irgendwo festhalten. Ja, das wäre jetzt wieder so ein Thema: Yoga-Gurt irgendwo festmachen und dann mit langen Armen halten. Ja, dann kann man das auch sehr schön üben. Wir machen es jetzt einfach mal so: Wer Gewichte hat, könnte sich auch mal eine Kettlebell in die Hand geben, dann werdet ihr sehen, könnt ihr auch relativ gut mal in diesen tiefen Sitz kommen, ohne dass ihr hier drauf sitzt und die Fersen bleiben unten. Ja, also mal so, um das zu verbessern. Wir nehmen die Arme nach vorne und rollen uns hier drüber. Also der Brustkorb hier mal richtig nach vorne und dann lassen wir die Arme hier hängen. Ja, probiert das mal. Also eigentlich sind die Knie jetzt hier schon hier unter den Armen, in den Achseln. Kopf hängen lassen. Wir sitzen immer noch auf der Rolle. Und dann die Finger am Boden. Versucht hier mal das Gewicht auf den Füßen ein bisschen nach vorne zu bringen und mal aufzustehen und die Beine lang machen. Wieder runter. Wenn ihr es schafft, wieder hinsetzen. Die Arme bleiben so. Kopf hängen lassen. Wer Hilfe braucht, greift hier ein bisschen in die Matte an der Seite und macht sie so. Zieht ein bisschen in der Matte und wieder locker hinsetzen. Noch dreimal. Hoch. Und locker. Und hoch. Und locker. Letztes Mal. Hoch. Und wir bleiben stehen. Die Beine lang machen. Und dann den Rücken ganz rund werden lassen. Die Arme hängen lassen. Die Hüfte nach vorne bringen. Und wieder runter. Wir sind noch nicht fertig. Und wieder hoch, den Rücken rund, die Hüfte nach vorne bringen, Po dabei anspannen und wieder runter. Die Zehen ein bisschen anheben, wieder hoch, das gleiche, Rücken rund, Po nach vorne anspannen und runter. Letztes Mal und dann gehen wir ganz hoch, nach vorne, die Beine sind gestreckt und dann langsam aufrollen und dann im Stehen ankommen. Mal ganz kurz ein bisschen locker auf der Stelle. Ja, diese Spannungszustände auch mal so ein bisschen wieder lösen lassen. Aber die sind gut, ja? Die wollen wir haben, weil wir wollen das Ganze ja ein bisschen antriggern. Auch wenn ihr das vielleicht nicht gewohnt seid in manchen Bereichen, aber das tut eurem Körper eurem Faszien. So, ganz zum Schluss einmal noch die Beine, die Arme ein bisschen locker, ganz unspezifisch. Irgendwas machen, ich komme mal zu euch. Was euch das Gefühl gibt, ah, ich bin jetzt wieder oben, ich bin wieder ein bisschen locker, da ist jetzt kein Zug mehr drauf, kein Druck irgendwo. Und dann zum Schluss mal ganz leicht auf den Fußballen, gar nicht springen, sondern nur so ein bisschen wippen. Jedes Mal die Schulter locker fallen lassen. Nach vorne schauen, den Kopf, neutrale Position. Ausatmen, 5 Sekunden. Ganz locker, die Knie leicht gebeugt. Und dann... Habt ihr es geschafft? Sehr gut. So, ich komme jetzt euch nach vorne. Oh ja, da ist einiges los. Ich sehe das ja immer nicht, wenn ihr da was schreibt. Ich glaube, das wisst ihr mittlerweile, wenn ich dahin bin. Also ich sehe das ja, was schreibt, aber ich kann es nicht lesen. Ich bin auch keine 20 mehr. So.
Ja, Daniela, ich sehe schon, das ist wieder gut gekämpft, ja, wunderbar. Deswegen auch mein Tipp, das, was wir jetzt heute gemacht haben, das kann der eine schon besser, der andere nicht so gut. Man ist auch von den Seiten immer unterschiedlich, ja. Also manchmal hat man bei der einen Schulter das Gefühl, da kann ich noch mehr und bei der anderen ist aber nicht so, ja. Das sind die Disbalancen, die wir haben. Das ist vielleicht eine Skoliose im Rücken, das ist ein Beckenschiefstand, die Muskulatur, Sehnen, Bänder sind unterschiedlich ausgeprägt. Macht auch gar keinen Sinn, sich da irgendwo reinzuquälen. Das bringt dem Körper nichts, weil er hat sich natürlich in diesem Lot, wie er sich irgendwie die letzten Jahre halt so entwickelt hat, hat er sich natürlich auch durch die mit den Sehnen und Bändern, sage ich mal, stabilisiert. Ja? Und da kann ich nur was kaputt machen oder ihn völlig aus dem Konzept bringen, wenn ich das zu schnell mache. Also da nicht zu schnell zu viel wollen, ja, aber einfach immer wieder machen. Das ist sowas, das lebt auch unglaublich von der Regelmäßigkeit. Deswegen, wer jetzt mitgemacht hat und am Sonntag nochmal Zeit hat, macht es nochmal am Sonntag. Ihr müsst nicht das Ganze machen. Ihr müsst nicht die ganze Dreiviertelstunde machen. Ja, das war es jetzt nämlich ungefähr. Wenn ihr die Muße habt, wenn ihr sagt, ja, ich weiß, mir tut es eigentlich gut und ich mache das, dann ja, macht's komplett. Aber wenn ihr euch nur das rausnehmt, wo ihr sagt, ja, das ist so meine Schwäche, da habe ich jetzt einfach gemerkt, das fällt mir schwer. Außer ihr merkt am Sonntag, weil auch da kann sich mal so ein bisschen Muskel- oder Faszienkater, ist es ja eigentlich bilden. Wenn ihr das merkt, dann lasst es die Bereiche weg. Ja, lasst es erstmal auskurieren, weil das bringt nichts, weil dann ist das irgendwo auch ein bisschen geschwächt und dann, ich will nicht, dass ihr euch verletzt. Ja, also wem es gut geht, wer sich wieder gut erholt, auch wenn Sonntag Pausentag ist, macht es nochmal. Ja, macht es ganz bewusst oder sucht euch ein paar Übungen raus, wo ihr auch gemerkt habt, die tun euch gut. Ja, es muss ja nicht immer die Übung sein, wo ihr euch jetzt besonders quälen musstet und sagt, oh, ich muss das üben und das ist schlecht. Ja, langsam. Na, das wird schon. So, jawohl, genau, Katrin, macht das. Sehr gut. Paul war ja auch wieder dabei. Wunderbar. Also ich hoffe, es ging euch soweit ganz gut. Ich gehe jetzt mal einmal hier gerade nach oben die Kommentare anschauen. So, genau, Silke macht das später. Also auch das könnt ihr natürlich, ich stelle euch das gleich wieder in die Playlist rein unten. Das wird dann das letzte Video sein in der Playlist und schreibt es auch in die Beschreibung nochmal rein, dass es unten drin steht. Ja, das bleibt auch drin. Also wer das öfter machen möchte, jetzt auch in den nächsten 2 Wochen, macht das, ja, bevor ihr immer nur Power-Videos und Trainings macht. Wenn ihr jetzt eigentlich merkt, das tut mir so gut, dass ich danach eher sogar das Gefühl habe, jetzt kann ich sogar ein bisschen besser auch meine Muskeln trainieren. Dann nehmt das auch ruhig noch jede Woche einmal oder zweimal mit rein. Okay? Also das ist Körperpflege. So, ah, die Franzi, ja, die möchte, dass ich sie grüße. Hallo Franzi, ich habe es leider jetzt erst gelesen. Ich hoffe, du bist noch da. Ich kann das nicht lesen von da ganz hinten. So, die Barbara war mit dabei. Schöne Grüße zurück. So, sehr schön. Also ich hoffe, es geht euch gut. Nach 3 Tagen Schaufeln lese ich hier gerade, also hat irgendjemand auch so viel Schnee wie ich hier bekommen? ja, also Schneeschippen, Schulter, wahnsinnig belastend. Da ist sowas natürlich auch ganz gut, um das vielleicht wieder ein bisschen zu lockern. Aber aufpassen, dass ihr euch da nicht überanstrengt. Gell? Also gerade im Schulterbereich, wenn man da mal so eine Überlastung hat und da ist Schneeschippen tatsächlich so ein Thema, weil ihr müsst mal gucken, das macht man immer nur mit einer Seite. Man wechselt einfach den Griff nicht. Man macht es vielleicht mal kurz, wenn man müde ist und dann merkt man, das geht nicht so gut und dann geht man doch wieder in die alte Haltung. Es ist das gleiche, wenn man irgendwo an der Decke was streicht. Das macht man immer mit der gleichen Hand. Und da ist die Schulter manchmal ein bisschen empfindlich. Okay? Also alles immer ein bisschen dosiert. Aber ich glaube, ihr kriegt das schon hin. Ihr kennt euch ja alle. Super. So, also keine Fragen mehr von eurer Seite. Dann hoffe ich, ihr könnt euch jetzt ein bisschen erholen, ja, am besten nicht mehr trainieren. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Wie gesagt, gern am Sonntag nochmal mit reinnehmen ins Programm und mal dem Körper nochmal die Möglichkeit geben, da so ein bisschen sich zu verbessern. In diesem Sinne, ja, ich kann es euch nur empfehlen, aber holt euch wirklich, wo ist er denn? Da ist er. Holt euch wirklich mal so eine Pilates Foam Roll. Gibt es überall online mittlerweile. Das soll man zwar eigentlich nicht so unterstützen, die verdienen schon genug, aber es geht da nicht anders. Viel, viel weicher. Fasziengewebe mag das viel lieber, wenn es weicher ist. Ja, die sind alle zu hart. Also ich habe hier auch 3, 4 davon rumliegen, werdet ihr da sehen, die nehme ich eigentlich nie. Selbst die graue, die ich da hinten habe, auch die ist hart. Ist nicht gut. Ja? Also Fasziengewebe. Lieber etwas weicher bearbeiten, bringt viel, viel mehr.
Ja, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und erholt euch gut. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Live-Training. Viel Spaß in der nächsten Woche. Und ja, macht's gut, bleibt gesund. Bis bald. Ciao.